Was geht ab, Freunde? Wir wurden eingeladen von BMW und da machen wir so ein M2 irgendwas. Ich glaube, wir fahren einfach die Modelle. Das, was ich gehört habe, ist, wir können M2 fahren. Ich weiß nicht, ob es M3 gibt, M4, M5. Ganze Palette durch, Schnickschnack. Aber ich werde nicht alleine fahren, ich werde mit Vito fahren, weil Vito hat auch ein M2 Competition und der ist schon so umgebaut. Ist hier mit Eventuri und die ganze, also ist eine geile Karre. Oh Jesus, da kommen nur Experten hier, ey. Das wird ein richtig gutes Fahrtraining heute. Also ich nehme euch auf jeden Fall mit in die Autos, wird lustig. Also dranbleiben, Intro und dann geht's los. Wir treffen jetzt hier Vito. Mit Vito fahre ich dann gleich zusammen im Auto. Der fährt ein bisschen besser als ich. Ja, ich bin Fahrlehrer, aber das mit dem Quer habe ich nicht so drauf. So, Vito, was geht ab? Ja, wir fahren zusammen heute mit den Karren. Ich bin mal gespannt. Du weißt, ich habe nicht so einen Plan davon, links, rechts. Wie heißt das? Ausschalten? Ich vergesse das. Traktionskontrolle, ja. Ja, gibt das natürlich mehr nach Straßenverkehrsordnung. Ne? Genau, genau. Wir halten uns. Mach ich auch, aber nicht immer am Kurvenausgang. Sehr gut. Ja, wir nehmen euch mit. Viel Spaß. Dranbleiben. Jetzt geht's los. Schmeiß ich mal die Kiste an hier. Ja, Freunde, ich muss immer so ein bisschen gucken hier, weil scheinbar ist das nicht eine ganz offizielle Filmgeschichte hier. Aber wir sitzen jetzt hier in einem. Was ist das hier, Vito? Wo sitzen wir hier drin? M5 Competition. Ist das überhaupt nichts für einen Fahranfänger? Nicht nur, dass das Portemonnaie auch explodiert, sondern auch, weil das unheimlich brachial ist, dass man hier alles einstellen kann. Wenn du hier Gas gibst und du kannst das nicht, so wie Vito das kann, dann hast du ein Problem. Oder was meinst du, Vito? Könnte unter Umständen auf jeden Fall gefährlich werden. Mineralwasser ist alles hier abfliegt. Ja. In die Flasche platzt. War meine Kamera. Scheiße. Ja, die hält auch, ist auch mal eine super Probefahrt. Ja, stell dir mal vor, man dürfte das nicht filmen, das wäre nicht cool. Ey. Oh, so haben die jetzt, so haben die Zuschauer auch was davon. Wir lernen von Nebelmorgen. Ja, 650 PS. 625. 625 von 0 auf 100 in ziemlich schneller Zeit. Dadurch, dass wir Allrad haben, kriegen wir die Kraft auf jeden Fall gut auf die Straße. Ja, aber das, was er auch gerade erklärt hat, man kann ja wohl das Allrad ausschalten. Genau. Und das ist halt gefährlich. Also gerade, glaube ich, wenn du so ein, zwei Jahre im Führerschein hast und du meinst, du hast es richtig drauf. Sollte man das nicht machen. Ist das keine gute Idee? Nein, nein, nicht ein Fahrsicherheitstraining ist da. Ja, macht sowas, ne? Wenn ihr sowas machen wollt und irgendwie. Habe ich auch zwei, drei Stück mitgemacht. Sehr geil. Hilft auf jeden Fall weiter und man weiß auf jeden Fall, wie man mal fahren muss, man in einer Situation kommt, wo man im Grenzbereich sich bewegt. Da komme ich mit Fahrschülern ja selten hin. Ja, aber, eben. Aber wenn Fahrschüler, du weißt ja selber, aber das im ist, wenn du 18 bist und holst dir so eine Karre. Ja, ja, genau. Im Alltag kann das auch mal ganz schnell passieren. Und wir haben ja letztens noch darüber gesprochen, wieso sich die Kids im Moment so schnell zerlegen, weil halt früher, vor 15 Jahren, ein Auto irgendwie mit 200 oder 300 PS irgendwie zu kriegen, war ja schon schwierig. Die hatten ja noch nicht mal ABS. Genau. Heute, wenn du so sagst, hier so ein Golf R, einmal mit Chip. M2, M5, M4, M5 Competition zu gehen hier. Meine Güte, ey.
geiles Auto. Wir machen jetzt gleich mal einen Wechsel, nehmen wir die andere Karre. Wo sind wir jetzt hier? War ich hier noch nie. Vier Jahreszeit, Hotel vier Jahreszeit. Ich glaube, in München kenne ich das. Ich möchte links vom Schalthebel oder Lenkung. Ja, ansonsten hat die Karre hier auch 625 PS, ne? Ja. Kannst du das aufmachen? Oder? Nee. Hier rein. Ah. Dann klappt das hier auch. Ja, ein geiles Auto. Ich weiß nicht, für die Fahrschule vielleicht ein bisschen heftig. M5 Competition. Ich weiß nicht, ob man hier überhaupt eine Doppelpedale einbauen kann. Das gut geht, ich gebe es immer gut. Ja, ich freue mich noch so ein bisschen auch auf den M2. Gut, mit dem den hast du ja auch, mit dem fahren wir nach Hause, ne? Den sind wir auch hingekommen. Mit dem sind wir auch hingekommen. Okay, M2 Competition ist natürlich auch geil. Was haben wir noch? Was interessiert dich noch so für ein Auto? X4M bin ich noch nicht gefahren. X4M, ist das der vor uns? Genau. Ja, das Auto, was jetzt gerade vor uns fährt, mit dem fahren wir jetzt hier als nächstes. Also wir machen immer so Steps by Steps. Du weißt, was ich meine. Jetzt gleich sind wir erst M4 Cabrio, glaube ich, unterwegs. Ah, okay, erst M4 Cabrio und, genau. dann den X4M. Könnte sein, ne? Oder X4M ist, glaube ich, da hinten. Auf jeden Fall kommt der noch. Auf jeden Fall kommt der noch. Also die Autos kommen auch noch dran. M2 Competition kommt auch dran. Nice. Ja, ansonsten habt ihr die Autos ja von innen gesehen. Hier ist natürlich alles brutal gut verarbeitet, ne? Bowers und Wilkins kenne ich nicht. Ist das Bang & Olufsen? Sind die übernommen worden oder was? Oder ist das ein anderer Hersteller? Das kann ich ja auch gar nicht so genau sagen. Weil, keine Ahnung. Was ganz geil ist, sind halt diese, aber das haben viele moderne Fahrzeuge. Diese Ambiente, genau. Kann man individuell einstellen, das ist natürlich schön. Dann immer diese leuchtenden Embleme. Ja, das ist brutal. Das ist so mein persönliches Highlight. Ja. Diese Dinger leuchten ja, genau. Halt, wenn es dunkel ist, ne, dann schließt das Auto auf. Und dann weißt du, was für ein Auto fährst. Richtig gut. Etwas kurviger. Kurviger, sehr gut. Ja, ist das hier auf Sportauspuff eingestellt? Ja, genau. Stark. Aber ich muss sagen, hier ist schon ein bisschen schwibbelig. Ja, jetzt geht's hier links oder was? Doch. Ja. Da ist wahrscheinlich ein bisschen weniger Verkehr. So schnell habe ich die 100 noch nie erreicht. Auch er hat gute Bremse auch. Ja. Bei der Leistung brauchst du es auch. Oh. Ja, als Fahrer ist das immer noch ein bisschen geiler als Beifahrer. Als Beifahrer? Ja. Was ist der Pelle gerade? Oh, Gegenverkehr. Oh, Gegenverkehr. Boah. Was ist das für eine Straße? Hier bin ich noch nie hergefahren. Ich wohne hier seit 20 Jahren. Oh. Alter Billy. Ja, gut, also, macht Spaß. Auf jeden Fall. Hast auf jeden Fall keine Probleme auf der Autobahn, auf Fahrt. Da kommst du schnell drauf. Jetzt gucken, dass du schnell rüberkommst. Guck mal, da vorne sieht man alle anderen Modelle. Ah, da hinten fahren die anderen Modelle, jawohl. Schön. Ja, BMW, die haben so eine Strecke hier geplant über die Landstraße und ich muss sagen, die haben die Strecke richtig schön geplant, oder? Ja, schön kurvig. Ja, leider ist wenig Verkehr. Leider ist es ein bisschen nass auf der Straße, aber ich habe das Gefühl, diese Modelle hier kriegen die Kraft trotzdem sehr, sehr gut an die Straße. Obwohl das nass ist. Gut, Vito ist auch ein guter Fahrer. Ich will jetzt hier nicht rumschleifen, ja, aber ich habe ja weniger damit zu tun, was die Kraft auf die Straße übertragen wird. Ja, gut, aber. Aber du hast schon was damit zu tun. Oh, links fahren wir weiter. Jetzt sitzen wir hier in einem. Was ist das jetzt hier? M4 Competition. M4 Cabrio Competition. 330 kW. Das wird wahrscheinlich, lass mich rechnen, 450 PS sein. 448 PS. 448, guck mal, wie schnell ich in meinen Kopf das errechnet habe. Boah, habe ich mal 1,63 habe ich jetzt parat. Auch geiles Auto. Alto Belli, ey. Und nochmal Gegenverkehr. Weil er da hinten rumgeht. Ich habe das Gefühl, dass diese Kamera hier, ich weiß, weil das ein Cabrio ist, weiß ich nicht, ob das so, boah, die rappelt die ganze Zeit, die flattert. Aber auf jeden Fall ist das hier, das ist ganz geil. Oh, Polizei. Die blitzen hier auch noch. Zum Glück in die andere Richtung. Ja. Ja. Wenn wir auf der Probefahrt sind vom M4 Competition Cabrio. Aber der kostet nicht ganz so viel, der kostet 145. Aber ja. Digitaler Tacho, ne? Also analog. Analog, genau. Der analog. Aber auch digital Anzeige. Ich würde sagen, alle M-Modelle beschleunigen ultra krass. Da ist gar nicht ein einziges, was ich sagen würde, geht so oder so.
Ja, vorsichtig, hier Augenblitzer. Aha. Oh, guck mal, Alto Belli. Guck mal, da steht er. Da unten rechts. Yo. Pass auf, warte, fahr langsamer. Da. Guck dir das an. Kästchen, Alter, mit. Ey. Getarnt. Mit Äste. Mit Äste. Guck mal, hier ist der Tacho. Sieht auch nicht schlecht aus. Hier so ein bisschen. Mit so einem Schalthebel. Aber der Blitzer, der war ja wohl nicht der schlecht. Der war krass, ne? Alter, da war so ein Vogelkästchen. Schön. Wie nichts. Äste drauf und Blätter und. Hast du das drauf? Ja, ja, klar. Wahnsinn. Unglaublich, ey. Ne? Was die hier machen, ja, wahrscheinlich haben die alle Angst, dass die hier immer irgendwie. Gut, dass ich hier alleine in die Klappe fahre. Oh, überleg mal, du machst hier eine Probefahrt, fährst hier so ein Private Air. Da bist du ja. Kannst Führerschein direkt zu Hause lassen. Das war's. Also haltet euch immer an die Straßenverkehrsregeln. Wo fahren wir jetzt 15 Kilometer noch mit dem Auto? Ja. Oh, schön. Dann kann ich euch ja mal den Tipp geben. Also, mich haben 21 km/h durch meine Probezeiten gerettet. 21 km/h bedeutet, ich kann das ja jetzt auch mal so machen, wenn du alles ab 21 km/h gibt, Punkt. Und wenn du in der Probezeit bist, sind Punkte natürlich Käse. Also fahr nie schneller als 21 km/h zu schnell, wenn du zu schnell fährst. Am besten fährst du gar nicht zu schnell. Ihr dürft nie vergessen, wir fahren hier nie schneller als 100 km/h, weil wir sind auf einer Landstraße und da darfst du nicht schneller als 100 fahren. Außerhalb geschlossener Ortschaft, vergesst das nicht. M4 Cabriolet. Ole, ole. Allelele. Cabriolet. Aber das scheint irgendwas Sportliches hier zu sein. Das ist auf jeden Fall ein bisschen mehr PS hier. Ich habe aber das Gefühl, dass die Frontkamera kannst du gar nicht gebrauchen. Wir biegen einmal rechts ab. Rechts geht's ab. Das nochmal hier fest, vielleicht ist ja hier ein bisschen. Ach nein. Okay, und 4,3 Sekunden beim Geht. Cabriolet. Oh, lelele, Cabriolet, lelele. Ja, 4 Sekunden auf 100 ist relativ schnell. Ist eine geile Straße. Guck mal da, der Ungewehr auf Decker. Ihr könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, ich werde nächstes Jahr mit Vito einen Driftkurs anbieten. Ob ihr darauf Bock habt, ob euch sowas gefällt, lasst mich das mal wissen, schreibt das in die Kommentare. Beim in die Kurve fahren. Cabriolet. Ich komm gar nicht klar hier. So, der labert irgendwas. Ey, wir haben gar keinen mehr hinter uns. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Ich zeige euch das mal. Normalerweise fahren wir in der Gruppe, aber irgendwie gibt es keine Gruppe. Aber ist gut, macht Spaß. Vito, wie viele Jahre fährst du schon? Auto? Erfolgreich Automobil. Ich kann nicht ein bisschen Straße sehen. Check das mal. Es geht hier links, rechts. Hier ist überall 100. Ich weiß nicht, hier gaskranke sich diese Strecke hier überrüttelt. Knapp wie denn? Knapp 14 Jahre. Man muss dazu sagen, Vito hat auch einige Trainings schon absolviert in dieser Liga hier, weil Sicherheitstrainings und so weiter. Also bitte nicht, dass ihr morgen auf die Idee kommt, weil ihr das Video gesehen habt, hier einfach so, das kannst du nicht machen. Nein, auf keinen Fall. Also das ist... Also ich empfehle jedem, so ein Training zu machen. Ja. Wenn so ein Auto mal ausbricht, wenn es so schnell ist oder... Fahrensituation reinkommt. Musst du das schon irgendwie kontrollieren können? Genau, definitiv. Und meistens passiert ja genau das, die Leute kriegen dann Angst, wenn das ausbricht und reagieren genau falsch, also nehmen Gas weg oder... Gas weg, bremsen. Ja, und das kannst du halt, wenn du das mal gelernt hast, ist natürlich richtig gut. So, ich werde hier den Chevrolet versuchen zu überholen. Von vorne kommt kein Verkehr. Junge, der Chevrolet, der weiß gar nicht, was passiert. Der hat mit seinem Matizzi auf der Landstraße, ey. Auf einmal. Nicht in der Kurve überholen. Matiz fährt Kampflinie. Ah! Matiz lässt sich da vorbei, also was ist denn los? Hier wäre auch nochmal eine lange Gerade. Ja, aber der Matiz fährt Kampflinie. Wo ist die blaue Flagge, wenn man sie braucht? Der soll mal Platz machen da. Blaue Flagge. Matiz, guck mal. Jetzt kriegt er. Alter Willi, ey. Aber die Jungs, die geben alle Kette, ne? Da ist ja keiner, der hier. Boah.
Denkt dran, wir fahren nie schneller als 100 km/h, weil wir hier auf der Landstraße sind. Straßenverkehrsordnung immer einhalten. Alter, die knallen ja alle wie Gaskranke. Also ist empfehlenswert, so eine Tour. Mal diese Dinger Probe zu fahren und so, ist richtig gut. Ist keiner bei, der hier hinterm Lenkrad einpennt, auf jeden Fall. Da vorne im M2. Ja, ja. In dem Competition, ne? Gar nicht. Der macht richtig Bock. Erzähl doch, da hat er den Funkgerät in der Hand. Und man merkt, der kommt richtig giftig so auch, ne? Macht richtig Bock eigentlich. Richtig geiles Fahrzeug. Guck mal, 68 km/h wieder. Alelele, Cabriolelele. Schön, ey, schön, schön. Mann, ey. Von vorne kein Gegenverkehr, aber die müssen auch nicht überholen, denn wenn jedes Fahrrad nicht ganz auf der rechten Seite aber es wäre dann von vorne alles falsch. Ja, so gute Information. Ja, komm, zieh durch. Bra-da-da-da. Cabriolelele. Ich warte, bis die alle da sind. Also das war bis jetzt die wildeste Fahrt hier. Ja, man merkt sofort, andere Klasse. Ja. Die Autos sind kompakter, alle sind viel zügiger unterwegs in engen Kurven. Ja, das, ja, das stimmt. Natürlich auch ein Unterschied von den Fahrzeugen. Ja. Viel längerer Radstand. Stimmt. Ne? Klar liegen die super, auch in so engen Kurven, aber es hat keinen Vergleich zum M2 Competition und M4 Competition. Nee, die Dinger deswegen sind merkst du sofort viel giftiger auch. Ja, alle sind viel wilder unterwegs in engen Kurven. Und auch stabiler, habe ich das Gefühl. Ja. Die GoPros hier, zack, macht richtig Spaß mit Vito. Jetzt gleich wechseln wir nochmal die Modelle. Richtig gut. So, wir sitzen jetzt in einem M4 Competition, aber diesmal kein Cabrio. Viel krasser, oder? Viel besser. Aber warum? Wo ist da der Unterschied? Erstmal Gewichtsunterschied. Ja. Zum Cabrio nochmal, oder genau. was? Genau, Gewichtsunterschied und dann halt auch die Gewichtsverteilung. Erste Kurve sind wir direkt schon quer gefahren. Das Auto geht viel besser als das Cabrio. Den Unterschied verstehe ich nicht sofort. Vito sagt, das liegt an. Es sind eigentlich also ein M4 Cabrio und ein M4 Coupé. Das Cabrio hat einen Gewichtsunterschied von ca. 230 Kilogramm. Ah, das und dann halt auch die Gewichtsverteilung. Es ist beim Cabrio alles auf der Hinterachse. Ah, okay. Das merkst du halt dann ganz deutlich. Ne? Und 230 Kilo sind halt echt viel. Auch bei PS-mäßig? Haben die beide gleich. Beide M4 Competition. Aber der hier geht noch ein bisschen frischer. Also der andere hat schon Spaß gemacht, aber der hier ist direkter, macht mehr direkter Spaß. Und giftiger, so würde ich das sagen. Ne? Zeig euch mal das Auto von innen einmal. So. Auch so ein analoger Tacho. Hey, der hat hier so eine Harman-Kardon-Anlage jetzt hier. Aber wir hören eh nicht so viel von der Musik. Wir ballern hier schön über die Landstraße. Es macht auch richtig Bock, muss ich sagen. Ja, auf jeden Fall. Ja, und an der Stelle muss ich auch nochmal Vincent sagen, danke für diese Einladung hier. Eine richtig genau, geile Aktion. Danke nochmal dafür. Richtig, richtig gut. Ja, ohne dich, Hasi, wäre das gar nicht möglich gewesen. Danke. Ansonsten ist das natürlich auch brutal verarbeitet hier, diese ganze Leder-Carbon-Schiene. Ne? Meine Güte, ey. Schicke Autos machen die. Zum Träumen. Zum Träumchen. Ja, dann kommen wir
als 100 Stundenkilometer außerhalb geschlossener Ortschaft fahren. Die M5-Modelle sind die Dinger, mit denen wir ganz am Anfang gefahren sind. Die waren schön, aber ich glaube, wenn es um viel Arbeit ist auf der Autobahn und du musst Langstrecken genau, fahren. Genau, dafür sind die wirklich cool. Genau, die haben alle Allradantrieb und so, das ist alles. Die rollen halt, ne? Ja, auf jeden Fall machen die M4 und M2-Modelle ein bisschen mehr Spaß, würde ich sagen. Radstand, sehr wendig. Genau, viel genau. Leistung ist immer gute, gute Mischung, kleines ja, Auto mit viel Leistung. Kommen ja. Drei Fahrzeuge in einem. Ja, der M5 oder was? Ja. Wir haben einmal eine Business-Limousine. Ja, das würde ich sagen, ist das Ding. Gerade in Ferrari Rot nehmen, so wie wir, Rosso Corsa, ein original Ferrari-Farbton. Ah. Sondern wenn Sie das Fahrzeug in einem dezenten Malachit-Grün, wie wir ihn dabei haben, oder vielleicht in Schwarz nehmen, Malachit. Dann können Sie das Fahrzeug auch als Geschäftsführer-Fahrzeug gut nehmen, ohne dass Sie überall gleich angesprochen werden. Wunder, was für Auto hast du, ja? Ohne dass man direkt beim Geschäftstermin mit der Nase rumpft, weil sie mit einem Sportwagen ankommen, der offensichtlich ein Sportwagen ist. Ein offensichtlicher Sportwagen, der offensichtlich ein Sportwagen ist. Schöne Familienlimousine. Ja. Auch hinten hat man schön viel Platz. Lange Strecken kann man auch hinten gut sitzen. Schikane, rechts, links. Innerhalb geschlossener ja, Ortschaft, aber dafür ist der zu träge. Der, ich meine, der ballert der M5? Wir haben eine Beschleunigung von 3,3 Sekunden von 0 auf 100 bei dem Fahrzeug. Boah, das ist aber auch schnell. Nur mal zum Vergleich, ein Ferrari California hat eine Beschleunigung von 3,7 Sekunden von 0 auf 100. Alter, in der Limousine 3,3 Sekunden, das ist schon ein Ballermann. Auf der Rennstrecke ist er schon nicht schnell. Ja, das direkte Aufwände. Scharfe Kurve, Richtgeschwindigkeit 50 km/h, richten Sie den an. Alter, wie macht der Typ das da vorne? Fährt der noch und erzählt noch so dabei, oder was? Die Eifel, was ist los mit dem? Ja, ja. Ja, und bevor man eincheckt, geht noch mal 2-3 Runden über die Nordschleife. Ja, genau. Alter, wie der abzieht, oder? Und alle sind glücklich. Aber der normale Auspuff ist hässlich. Gut, dass du so lange dann runter hast. Und der Sportmann in ihm ist glücklich, weil er mit dem Fahrzeug noch mal ein bisschen über die Nordschleife. Das war der Igel. Ja, der ist ja auch nicht mehr so gut. Ich kurz ein bisschen an die Angler denken, bitte. Achso, ja, Steinschlag. Der hinter uns hat guten Abstand, ne? Weiß ich gar nicht, wie das kommt. Ja. Aber der klingt auch geil, schon von Natur aus, der M2 Competition, ne? Ja, ist ja sein Motor, ne? Wir haben beide, also der M2 Competition hat ja auch den S55 Motor. Ah, okay. Der ist ja hier auch verbaut. Auf jeden Fall, wenn der Kette gibt, hörst du hier in dem Auto und das klingt richtig gut. Das klingt richtig gut. Nils hat den auch, ne? Den genau, M5 Competition. Nee, M5 normal. Der hat kein Competition. Und der normale hat dann was? 600. Statt 650. 625. Ja, gut. Ich glaube, solange dann der 6 da vorne steht, ist das eh egal. In 7 Kilometer wechseln wir wieder, oder? Wo sind wir denn hier jetzt? Glaubt ihr mal auch noch nie? Ganz schön aus hier. Ne? Was fährst du für eine Kurve lieber? Rechts oder links? Ist mir egal. Ich dachte so, wenn man mal so. Wenn man quer fährt? Ja, hat man da keinen Unterschied. Ne? Es kommt ja auch mal vor, dass man von einem Drift in der Linkskurve. Ja. Übergeht in den Drift in der Rechtskurve. Ja, bei mir kommt das. Angenommen, du fährst davor. In einem Kreisverkehr, dann fährst du den natürlich, wenn man den jetzt quer fahren ach wollte. So, ja, verstehe man natürlich ich. Natürlich erstmal in einem linken Drift und dann, wenn man rausgeht, kann man natürlich umswitchen. Ah. Auf den Drift nach rechts. Verstehe ich. Einmal nur kurz umsetzen. So lerne auch ich immer wieder was dazu. Im Kreisverkehr nehmen wir dann wieder die zweite Ausfahrt. Richtung Autobahn, sehe ich doch schon. Kreisverkehr. Fahren wir quer. Nehmen wir die Kurve quer. Einmal überlegen wir alle M-Modelle. So. Macht man nicht, natürlich. Paragraph 1 der Straßenverkehrsordnung. Wer im Straßenverkehr teilnimmt, muss eine Gefährdung anderer ausschließen. Ihr wisst Bescheid. Die goldenen Felgen sind so geil. Ich finde die hübsch. Speziell. Ja. M2, ich zeige euch gleich nochmal die Felgen. M2 kommt mit die Spezial. Irgendwie. Platin, goldenen Felgen oder so. Ihr könnt ja mal abstimmen. Ja, genau. Ich habe einen schwarzen M2 Competition. Ja. Aktuell noch die Competition spielen das Schmiederrad drauf. Bin auch überlegen, ob ich da eine goldene Felge drauf machen soll. Aber auf jeden Fall dran denken: schwarzes Auto, goldene Felgen. Schwarzes Auto, boah. Sieht, glaube ich, besser aus. Also, ja, wie bei dem. Das kann sein, die Farbe ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Ist das Kupfer?
fahren oder was soll das sein? Ganz ehrlich, das egal. Also jetzt sind wir endlich zu Hause im M2 Competition in Vitos Wohnzimmer. Es ist ein schönes Auto hier, so mit Sichtcarbon, ey, hier so ein Alcantara. Sieht ein bisschen anders aus hier. Noch ein paar hier vorne. Finde ich den Tacho auch ganz geil, ne? So ein Black Panel Tacho hier. Schöne Karre. Hinten auch eigentlich genug Platz, wenn man mal so eine lockere Tour macht. Vielleicht nicht für den großen Campingausflug. Ansonsten ist das echt ein schönes Auto. Temperatur mal ein bisschen runter machen hier. Schwitzen die alle gar nicht? Ja, und jetzt stehen wir an den Bahnschienen, die scheinen zu sein. Boah, wir fahren jetzt seit anderthalb Stunden, ne? Ja. Seit anderthalb Stunden ballert Vito mich hier durch die Kurven. Das ist eine Grenzerfahrung, auch für mich als Fahrlehrer. Normalerweise, wenn du selber fährst, ist ja da immer ein bisschen, dann kriegst du das ja mit den Fliehkräften selber mit. Jetzt ballerst du halt hier, ne? Kannst du irgendwas zu der Karre hier sagen, M2 Competition? Ja. Damit man auch weiß, wie viel PS der hat hier. Und serienmäßig 411 PS. Auf geht. Wie viel Kilo? Das wiegt so ein Auto? 1000, also mit Vollausstattung 1625 Kilo. Dann gibt es ja natürlich große Differenzen, ne? Weil du hast halt die Möglichkeit, nicht elektrische Sitze zu bestellen, elektrische Sitze. Ja, dadurch okay. Verändern sich die Gewichtszahlen natürlich extrem. Ja, so wie er steht, 96.000 Euro. Ach, boah, guck mal hier. Meine Kaufentscheidung war, noch kürzerer Radstand, gleicher Motor wie im M4 Competition. Mhm. Ah, mit dem wir gerade gefahren sind. Genau. Wenn du düftest zum Beispiel, ne? Ja. Du hast zum Beispiel du kennst doch zum Beispiel, wenn du eine Kurve fährst und das innere Rad hat keine Kraft, das dreht dann immer durch. Ja, ja, ja. Und die Kraft an dem Rad hinten kommt nicht an. Genau. Beim Schwerdifferenzial wird das so gesperrt, dass hinten Kraft ankommt. Nur dann ist es ja möglich, vernünftig zu driften und auch kontrolliert zu driften. Okay. Ne? Richtig gut. Sport Plus steht da aber jetzt. Was heißt das? Sportliche Motorabstimmung, das heißt verschiedene Setups, die du hier einstellen kannst. Einmal Getriebe, Lenkung, Motor. Also Gasverhalten, ne? Wie empfindlich ist das Gaspedal, ist ja hier alles elektronisch geregelt. Ah, okay. Und das kannst du dir so individuell einstellen, wie du da halt Lust drauf hast. Krass. Ja, das ist ganz geil. Dann kannst du wahrscheinlich einmal auf Komfort, dass du so ein bisschen nicht komplett durch die Gegend bretterst. Genau, dann ist halt ein bisschen entspannter unterwegs. Ja, oder wenn du so wie du fährst. Sport Plus. Ja gut, ich war ja auch, wenn ich in der Stadt war, war ich ja nicht auf Sport Plus. Ja gut, aber also manchmal, man merkt schon, dass das Auto hart ist. Ja, das ist jetzt nicht. Du hast ein KW-Fahrwerk bei dir drin, habe ich. Genau, ein KW-DDC. Das kann man. Ein Gewindefahrwerk, das heißt, wir können die Höhe individuell einstellen. Geil. Muss natürlich dann auch abgenommen werden vom TÜV. Ja. Aber der Vorteil bei dem KW-DDC-Fahrwerk ist halt, dass wir elektronisch die Härte regeln können. Das heißt, der ist nicht immer so hart. Wir können den auch weicher einstellen. Cool, wenn du mal länger Autobahn fährst. Genau, oder was? Dann hast du halt nicht. Dauer ist es ja schon anstrengend. Fahrzeuge haben serienmäßig 480 PS. 480 PS. Also hier ist kein Auto dabei unter 400 PS. Auch hier das Competition-Pack. Ja. Man merkt aber auch, dass du dich wohlfühlst hier mit der Karre. Das finde ich schön mit dem Sichtcarbon hier drin. Das ist echt gut. Ja, ist halt anders gemacht. Ne? Das gefällt mir auch sehr gut. Das ist zum Beispiel auch nicht serienmäßig. Das kann man auch nachbestellen. X4M40i dabei. I für Elektronik. Dann sagt der andere, bei der X steht oder? Also hier ist Viertürer, ne? Nein. Dann ist er auch nicht als Fahrschulfahrzeug zugelassen. Gibt es den M4 als Viertürer? Ja, dann wäre es ja ein M3. Und den gibt es als Viertürer. Ach, der M4? Das ist ein Coupé, reines Coupé. Ja. Oder Halbkabel. Und M3 ist ja also ein Großviertürer. Es gibt ja kein 3er Coupé mehr. Nach E kam die S-Baureihe und da gab es dann kein 3er Coupé mehr, sondern da wurde das 3er Coupé abgelöst von einem 4er BMW. Deswegen gibt es jetzt M4, das Coupé, M2, das Coupé. Ich hoffe, ihr versteht. M3, das wäre dann F80. Ah, jetzt will ich raus, F80. F80 ist das Modell. Ja, interne Bezeichnung, ja. Okay. Das ist halt ein 5-Türer, beziehungsweise 4-Türer. Den könnte man als Fahrschuh machen. So, aber dann ruhig stehen bleiben. Wir halten hier kurz auf der Brücke rechts an. Ja, keine Angst. Wir halten uns an die STVO. Das war eine prädestinierte Szene hier. Na klar, bei Rot stehen bleiben. So. Und hier bei diesem Auto gibt es auch eine sogenannte Greta-Tabelle, die ist dabei. F steht für Frieden. Ja. Unten. Für Freude am Fahren. Freude am Fahren, das F. Ja. Grün wäre schlecht und F bedeutet, Fahrzeug geht vorwärts. F wie vorwärts. Und Freude. Und Freude. Und Feeling.
Fühlen. Fühlen. Ja. Fühlen. Freude, fühlen. Freude, fühlen Sie. Was ist das hier? X. Wir sind jetzt hier im X. Wahnsinns Karre, ey. Richtig schön. Wir haben ja auch die X1. Also, jetzt sehe ich das ja erstmal. Sehe ich das erstmal, wie das hier drin so aussieht. Guck mal, das ist ganz schön. Das sieht alles ganz gut aus. Tacho so mit draufnehmen. Geile Karre. Carbon, das innen glänzend, weiß ich jetzt nicht. Aber die Verarbeitung auch in der Karre ist sensationell. Das hier, Lenkrad, ist alles anfühlt, die Haptik. Schön, sehr schön. Aber das ist ein nagelneues Modell, ne? Was ist das hier? Genau, für? Das ist ein X3, ey. Baujahr, weiß man das? Ist das 19. 19. 110 PS, der kostet in einem SUV. In einem SUV, ja, geht. Kann man machen. Sehr schnell. Sehr schnell. Das hat er erkannt, erkenne ich auch. Ja, Wahnsinn, mit Panoramadach auch, richtig geil. Hinten drin eine Menge Platz. Für ein SUV. Also, die Greta würde sagen, Mann, eine Wahnsinnsgeschichte hier. Also für mich die Überraschung des Tages, Vito. Auf jeden Fall. Das Auto. Genau das gleiche, war extrem positiv. Interessiert und positiv überrascht. Ja, kann man auch nochmal, hier sieht man das schön auf dem Tacho. Auch das hier gefällt mir alles sehr, sehr gut. Ist ein schönes Auto. Was denn? Der Hummert? Ja, das ist... Ja. Was ist das? X3M. Mann. Sportlich, ey. Aber wenn ich mir vorstelle, so ein Ding als Fahrschulfahrzeug, kann man machen, ne? Wäre nicht schlecht. Das wäre nicht schlecht. Aber BMW gibt auf die M-Modelle keinen Fahrschulrabatt, ja? Normalerweise kriegen Fahrschulen immer herbe den Rabatt, wenn die Fahrschulautos kaufen. Außer bei M-Modellen. Verstehe ich auch nicht, warum. Schlüssel sind immer noch ein bisschen pisselig, ne? Dafür, dass das so M-Schlüssel sind. Ich finde die eigentlich ganz gut. Ja, aber die mit dem Display halt. Die mit dem Display, die sind da ein bisschen geil. Also. Kannst du aber nachbestellen. Echt? Kannst du mitbestellen. BMW X3 M Competition in Dennington Grau Metallic. 375 kW. Mischbereifung. Ja, wir fahren hier eine Mischbereifung. Das ist schon mal gut. Auch Kurven brutal mit dem Ding. Richtig guten Grip. So ein Sportwagen, das Ding. Oben rum, ne? Ja. Auch soundtechnisch. Fährt wie ein Sportwagen. Also das ist für mich bis jetzt die geilste Karre. Macht auf jeden Fall richtig Laune. Also die geilste Karre im Sinne von Überraschung. Beim M2 Competition wusste ich ja durch dich auch, was das Ding macht und kann. Gut, M5 und M4 waren auch richtig geil, haben Spaß gemacht. Ich halt vorher noch nicht, ne? So ein X3M. Nee. Also den Alpina habe ich den schon mal gesehen. Das ist ja kein M-Modell. Nee. Was ist der Unterschied Alpina und M-Modell? Ja, Alpina bauen ihre Autos ja komplett selber um. Ja. GmbH zum Beispiel verändert Motoren etc. darf, also ein Alpina darf auch keinen M-Motor benutzen. Das heißt, die bauen sich im Motoren selber. Da gibt es so bestimmte Richtlinien, was sie dürfen, was nicht. Die dürfen. Ja, natürlich. Die dritte Auswahl. Die Bremse ist warm. Leicht warm gefahren, die Bremse. Ich werde mal gucken, dass ich mit der Fahrschule so ein Wintertraining mache. Kommst du, machen wir zusammen, oder? So. Sollen wir machen? Verbinden mit Snowboardfahren. Ja. Vito und ich machen jetzt ein Fazit vor den Autos. So Freunde. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Mir ist immer noch ein bisschen schlecht, aber nicht an Vito schlecht, weil sie liegt. Sondern daran, dass Vito das hier im Griff hat. Im Modelle. Wallah, die gehen alle richtig gut. Ja, das kann man so sagen. Also wir sind kein Auto unter wie viel PS? Unter 400 gab es gar keinen. Das Schwächste war alles 411 PS. Ja, das war das Schwächste. Naja. Also ging auf jeden Fall richtig gut ab, hat richtig Spaß gemacht. Überraschung war für mich dieser X3 M. Ja. Der war richtig geil. Da überlegt man mal, ob man den nicht für die Fahrschule nimmt. Das wäre mal eine geile Geschichte. Wir haben ja im Moment noch den Audi R8 als Fahrschulwagen. Das läuft auch richtig Laune. Gut, die Fahrschüler bewegen das Fahrzeug nie so im Grenzbereich. Aber generell denken Vito und ich ja schon länger darüber nach, gemeinsam nächstes Jahr einen Driftkurs Fahranfänger dann auf die Beine zu stellen. Da auch noch mal gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr da Bock drauf habt oder nicht. Ja, Vito, was ist dein Fazit? Was hast mein du? Fazit? Ja. Fazit? Klar, M5, M5 Competition, 625 PS, natürlich brutal.
Tal. Bin ich aber im Vorfeld schon mal gefahren. Bin ich auch schon gefahren. Eigentlich alle M-Modelle, wie gesagt. X3M hat mich nicht umgehauen. Hätte ich nicht gedacht, dass der als SUV so viel Spaß macht. Das habe ich auch gewundert. Das ist das letzte Auto, was wir gerade gefahren sind. Ne? Den wir als letztes gefahren, was für uns ganz cool war, weil wir halt die ganze Zeit drauf gewartet haben. Ne? Ja, das hat Spaß gemacht. Ein SUV, der so sportlich abgestimmt ist, den bin ich halt einfach noch nicht gefahren. Ja. 510 PS in dem SUV X3 ist auch kein Riesenauto. Nee. War total direkt von der Linken her, super fahrfrei. Auch Schaltung extrem schnell. Ja, mega. Ne? Getriebe, unfassbar. Also, richtig geiles Auto. Richtig Spaß gemacht, ja. Ja, und der Blitzer, der da am Rand stand. Alter, ja, haben die sich Gedanken gemacht. Ey, den Blitzer getarnt, da mit dem Netz und noch ein Ast drauf und Blätter. Aber hat uns nicht erwischt. Hat uns nicht erwischt. Weil wir uns immer an die Geschwindigkeit halten, die vorgegeben wird. Deswegen würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt, Innenspiegel, Außenspiegel, Schulterblick.